herzlich willkommen bei Die Sportlehre. Heute wollen wir uns mit dem motorischen Lernen auseinandersetzen. Um dies gut zu veranschaulichen, haben wir uns das Reafferenzprinzip nach Holst-Mittelstädt ausgewählt. Aus diesem Grund heißt unser Thema das Reafferenzprinzip einfach erklärt. Das Reafferenzprinzip nach Holst und Mittelstädt stellt die Wechselwirkungen zwischen zentralem Nervensystem und Peripherie dar. Wenn wir also über Bewegungen sprechen, kommen wir an unserer Schaltzentrale, dem zentralen Nervensystem, nicht vorbei. In unserer abstrakten Skizze haben wir die Schaltzentrale als grauen Kasten dargestellt. Da wir für unterschiedliche Tätigkeiten unterschiedliche Areale ansteuern, unterteilen wir die Zentren in Z1, Z2, Zn und so weiter. Wir sprechen aber im Allgemeinen immer von Zentren. Die Grundidee des Reafferenzprinzips ist, dass übermittelte Befehle vom zentralen Nervensystem über Efferenzen, also die Weiterleitung von Informationen weg vom zentralen Nervensystem, hier als groß E dargestellt, hin zum sogenannten Effektor erfolgt, hier mit EFF abgekürzt. Als Effektor sind hier die Muskeln gemeint und als Oberarmbizeps dargestellt. Die abgeschickte Bewegung bzw. Bewegungsfolge wird als sogenannte Efferenzkopie, hier als EK gekennzeichnet, in bestimmten untergeordneten Zentren angelegt. Während der Ausführung der Bewegung sind verschiedene Sensoren am Informationen sammeln, um dem Übenden eine Rückmeldung über beispielsweise die Ausführung oder äußerliche Bedingungen der Bewegung zu erhalten. Dies erfolgt über die afferenten Bahnen, also die Informationen hin zum zentralen Nervensystem. Die Informationen des zugehörigen Sensors nennt man Afferenzen, in unserer Darstellung als A dargestellt. Die Reafferenz, also die Rückmeldung der jeweiligen Erfolgsorgane, werden im zentralen Nervensystem verarbeitet. Hier wird die Reafferenz A, also der Ist-Zustand, mit der Efferenzkopie EK, dem Soll-Zustand, verrechnet. Wenn der Soll-Ist-Vergleich identisch ist, wird die Bewegung gespeichert und der Vorgang ist beendet. Falls sich jedoch eine Abweichung, also ein Unterschied von Reafferenz zur Efferenzkopie ergibt, sprechen wir von der sogenannten Exafferenz, in unserem Beispiel als M gekennzeichnet. Wenn dies der Fall ist, wird lediglich die Differenz an übergeordnete Zentren weitergegeben und verarbeitet. In den nächsten Schritten wird versucht, die Ausführung der Efferenzkopie zu perfektionieren, also den Ist-Zustand zu verbessern, oder eine fehlerhafte Efferenzkopie, also den Soll-Zustand, zu korrigieren, indem die Efferenzkopie gelöscht wird und hier eine neue Efferenzkopie angelegt wird. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und abonniert uns. Ihr dürft unseren Kanal natürlich auch gerne weiterempfehlen. Die typischen Wege brauche ich euch ja nicht zu erläutern. Für Kritik, Anregungen oder Nachfragen stehen unsere Türen jederzeit offen. Schreibt uns einfach unter die.sportlehrer@googlemail.com oder besucht uns auf Instagram @die_sportlehrer oder auf YouTube unter #die_sportlehrer. Bis zum nächsten Mal, die Sportlehrer. Discover your athletic spirit.